Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur heutigen Sitzung unserer Vorlesung Einführung in die angewandte Linguistik. Heute mit der ersten von insgesamt zwei Sitzungen zum Thema Soziolinguistik. Wir hatten ja ganz zu Beginn gesagt, dass der Gegenstand der angewandten Linguistik die Funktion von Sprache in verschiedenen Kommunikations- und Gesellschaftsbereichen ist. Und genau zu diesem Punkt Sprache und Gesellschaft gibt es eine eigene Teildisziplin, die sogenannte Soziolinguistik, die so wichtig ist, dass ich dafür zwei Sitzungen vorgesehen habe. Und das haben wir heute vor. Wir machen zunächst einen wissenschaftshistorischen Ausflug in die Anfänge der Soziolinguistik. Ich werde Ihnen die berühmte, man könnte sagen berühmt-berüchtigte Kaufhausstudie von William Labov vorstellen und auf dieser Grundlage dann die Grundbegriffe der Soziolinguistik erläutern. Wir machen dann in der Wissenschaftsgeschichte weiter und werden uns die sogenannten drei Wellen der Soziolinguistik anschauen und werden das Ganze dann anwenden auf ein Beispiel, nämlich das Verhältnis von Sprache und Geschlecht, die sogenannte Genderlinguistik in ihrer soziolinguistischen Ausprägung. Und dazu habe ich dann noch ein längeres Analysebeispiel mitgebracht, wo es um Doing und Staging Gender gehen wird. Die Lernziele der heutigen Sitzung bestimmen sich wie folgt. Sie können die Grundbegriffe der Soziolinguistik definieren und erläutern, welche da sind: Variante, Variable, Varietät und Register. Sie können die vier Dimensionen des Variationsraumes benennen und erläutern und schließlich können Sie erläutern, inwiefern Variablen soziale Bedeutung haben. Sowas hatten wir schon in der ersten Sitzung. Und inwiefern Variablen zur sozialen Positionierung genutzt werden können. Wenn Sie in Berlin am Alexanderplatz in die Galeria Kaufhof gehen und dort Schuhe kaufen möchten, Damenschuhe, dann müssen Sie in die vierte Etage fahren. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hat mein Herz gehüpft vor Freude. Alle Soziolinguistinnen dieser Welt freuen sich, wenn die Schuhabteilung in der vierten Etage zu finden ist. Das ist tatsächlich an vielen Stellen so. Achten Sie mal drauf. Ich habe auch hier bei einem New Yorker Kaufhaus mal geschaut. Und auch hier finden wir, hier sind es allerdings die Männerschuhe, die im vierten Stock zu finden sind, im berühmt-berüchtigten Fourth Floor. Und dieser Fourth Floor ist geradezu emblematisch für die moderne Soziolinguistik, weil dieser Herr, William Labov, der einer der Gründerväter der Soziolinguistik ist, in seinem berühmten Buch The Social Stratification of English in New York City ein Kapitel vorgelegt hat mit dem Titel The Social Stratification of R in New York City Department Stores, die berühmte Kaufhausstudie, in der der vierte Stock eine ganz wichtige Rolle spielt. Und diese Studie ist so ungeheuer wichtig gewesen für das Fach und ist auch unglaublich faszinierend in der ganzen Art und Weise, wie sie aufgegleist ist, dass ich Ihnen diese Studie hier jetzt gerne ausführlich vorstellen möchte. Mit der herzlichen Einladung, es auch selber mal nachzulesen im Original. Um klarzumachen, was es für ein Phänomen ist, mit dem wir uns beschäftigen wollen, schauen wir uns mal diese Textzeile an aus einem berühmten Rap-Song, den Sie vielleicht kennen. Ich lese es jetzt zunächst mal vor. I want to lick you from your head to your toes and I want to move from the bed down to the floor. Ist jetzt mäßig elegant gereimt, werden Sie vielleicht sagen, aber gucken wir uns oder hören wir uns doch mal an, wie es im Original ist. Ich kann aus Urheberrechtsgründen nur eine Karaoke-Version spielen, aber später beim Refrain setzt dann die Frauenstimme ein. Ja? Ich habe kurz überlegt, ob ich selber vorrappen soll. Erstens kann ich nicht rappen und zweitens ist es aus Gründen der kulturellen Aneignung von schwarzer Kultur durch Weiße auch nicht ganz unproblematisch, deswegen eben hier die Karaoke-Version. Yeah, yeah, yeah,
Chimney. Okay, also Sie kennen das Lied bestimmt noch aus den Diskotheken oder von MTV oder was auch immer. Sie haben es ja hoffentlich gesehen, dass es eigentlich anders ausgesprochen wird in diesem Lied. Man müsste es eigentlich so transkribieren: I wanna lick you from your head to your toes and I wanna move from the bed down to the flow. Also Toe und Flow reimt sich eben doch in dieser Art und Weise, wie es hier ausgesprochen wird. Und hier finden wir jetzt also vorgeführt ein weithin bekanntes Phänomen im amerikanischen Englisch, dass das R ganz unterschiedlich ausgesprochen werden kann oder ob es überhaupt realisiert wird oder ob es eher ausgelassen, verschluckt wird. Und das ist mit einer ziemlichen Gewissheit auch ein Schichtenmerkmal in den USA. Wir können es mal so ein bisschen technischer formulieren: das nicht prononcierte postvokalische R, können wir mal vermuten, ist ein Merkmal des Sprachgebrauchs der Lower Class. Und gerade der Rap gibt sich häufig das Image, aus der Lower Class zu stammen. Meistens sind ja auch die Protagonistinnen tatsächlich aus der Lower Class und das gehört gewissermaßen zum Image und zum Genre auch mit dazu. Ganz ähnlich ist es ja auch in Deutschland, denken wir an Rapper wie Sido und so weiter, die auch natürlich genau diese soziale Position in der Gesellschaft auch immer wieder zum Thema machen. Ja? Und hier finden wir eben ein sprachliches Merkmal, das in der Literatur weithin beschrieben ist, dass es tatsächlich ein Schichtenmerkmal ist. Ob und wie es prononciert wird, machen wir uns nochmal an einem anderen Beispiel klar, was gewissermaßen das andere Ende der Skala ist. Dazu dieses Video. Hi, today we're talking about the R sound. This can be one of the most challenging sounds for speakers of any language, but especially Asian languages. And this sound is slightly different in the British accent compared to the American accent. In the American accent, our R sound involves more of a closed, clenched mouth, especially when it comes at the end of a word. So let's go over some examples would be run, wrap, ripe, roam. These are words with an R at the beginning. And I want you to feel in your mouth as you practice these sounds, the shape of your tongue. Start to gain an awareness of your tongue and what it is doing on the inside of your mouth. Okay, nur mal so weit. Ich kann Ihnen den Link noch zur Verfügung stellen, dass Sie sich das in Gänze anschauen können. Was sehen wir hier? Wir sehen hier einen Mann, der ein Tutorial aufnimmt, wie man das R richtig, in Anführungsstrichen, richtig ausspricht. Wir sehen es an seiner Kleidung, wir sehen es an seinem ganzen Habitus. Das ist eher so businessmäßig, auf jeden Fall nicht lower class, sondern eher middle class. Und da wird eben erklärt, wie man diese richtige Aussprache wählt. Es ist auch nicht ganz unbedeutend übrigens, dass wir hier einen weißen Mann haben. All das spielt hier mit rein. Na, und jetzt hat Labov also sein Buch geschrieben über The Social Stratification of English, also wie ist die Sprache sozial geschichtet, wie korrelieren Schichtzugehörigkeiten und bestimmte Sprechweisen in einer bestimmten Gesellschaft, nämlich in New York der 60er Jahre. Und dazu hat er eine wirklich faszinierende Studie vorgelegt, in der er eine Methode ganz neu begründet hat, die bekannt geworden ist unter der Bezeichnung Rapid and Anonymous Survey, also schnell und anonyme, eine schnelle und anonyme Erhebung.
Labov ist auch berühmt geworden durch die Formulierung des sogenannten Beobachterparadoxon. Man möchte als Soziolinguist, als Soziolinguistin an authentische Sprachdaten kommen. Das heißt, man möchte rausfinden, wie die Leute sprechen, wenn sie nicht beobachtet werden. Dazu müssen wir sie aber beobachten. Und Sie alle kennen das als Kameraeffekt. Sobald man bei Ihnen beim Tischgespräch ein Diktiergerät in die Mitte legt, sobald man eine Kamera auf Sie richtet, sind Sie gehemmt in der Art und Weise, wie Sie reden und werden sich nicht mehr natürlich verhalten. Ja, und wir könnten jetzt mal versuchen, heimlich aufzunehmen. Geht nicht, es ist verboten. Also es ist erstens forschungsethisch problematisch, aber auch einfach strafrechtlich. Können Sie belangt werden dafür, wenn Sie heimlich aufnehmen. Wir müssen also in irgendeine Form finden, wie wir beobachten können in einem Setting, wo es nicht auffällt, dass wir beobachten. Ja, und da hat er sich eine sehr schöne Methode ausgedacht. Aber zunächst mal, worum geht es in seiner Studie? Er hat folgende Hypothese formuliert. Die Realisierung des Phonems R an postvokalischer Position korreliert mit der sozialen Klasse der Sprechenden. Da gibt es einen Zusammenhang. Ja, wir wissen ja wahrscheinlich, dass wir von Korrelationen nicht auf Kausalität unbedingt schließen dürfen, aber eine Korrelation, die können wir statistisch feststellen. Und dann geht man vor in einem experimentellen Setting normalerweise so, dass wir eine abhängige und eine unabhängige Variable bestimmen. Die abhängige Variable, also dasjenige, was beeinflusst wird, soll die Realisierung des Phonems R sein. Und die unabhängige Variable, dasjenige, was beeinflusst, die soziale Klasse. Und dass, wenn wir dann an der sozialen Klasse was drehen, was ändern, dann verändert sich in der Folge auch die Art und Weise, wie R in postvokalischer Position korreliert wird. Das heißt, wir können das mal so formulieren, diese Variablen in einem Wenn-Dann-Satz. Wenn jemand, der einer bestimmten sozialen Klasse angehört, dann realisiert er das postvokalische R in einer bestimmten Art und Weise. Erstmal, es gibt diesen Zusammenhang, und dann wollen wir auch noch rausfinden, wie genau er im Konkreten ausschaut. Und das hat er so gemacht, dass er in ein Kaufhaus gegangen ist und gefragt hat, wo die Damenschuhe eigentlich zu finden sind. Sie kennen das, da ist unten diese Information, so im Laden wie Kaufhof oder Karstadt oder so. Und dann können Sie da in die Info gehen und sagen, wo sind denn die Schnürsenkel oder so, und dann werden Sie in irgendeine Etage geschickt. Und er hat das natürlich so gemacht, dass er wusste, dass dann die Antwort sein würde, fourth floor. So, fourth floor. Oder fourth floor oder fourth floor. Je nachdem, wer da eben gerade spricht. Und dann hat er noch eine Schlaufe eingebaut und hat so getan, als würde er es nicht verstehen. Und gesagt, excuse me. Und dann wurde es nochmals wiederholt, fourth floor, nochmal deutlicher. Ja, und so hatte er dann schon zwei Datenpunkte, wie fourth floor ausgesprochen wird. Einmal sozusagen en passant, flüchtig, und dann einmal noch mit mehr Sprachbewusstheit. Und das ist was, womit man nicht auffällt, was auch nicht verboten ist. Und er hatte dann eben Notizblock dabei und konnte dann sehr schnell eintragen, wurde er prononciert, ja oder nein, an beiden Positionen, und konnte so innerhalb von zwei Tagen schon recht viele Daten sammeln. Und das Ganze hat er nun gemacht in Schuhabteilungen von verschiedenen Kaufhäusern. Denn man kann ja schlecht hingehen und kann die Leute fragen, Entschuldigung, sind Sie Oberschichtsangehörige oder Mittelschichtsangehörige, bevor man mit Ihnen spricht. Verdienen Sie hier eigentlich viel Geld oder wenig Geld? Haben Sie einen hohen oder niedrigen Bildungsstand? Also all diese Dinge, die wir bräuchten, um genau diese Korrelation feststellen zu können, das können wir nicht machen. Und deswegen hat er einen Trick sozusagen angewendet und ist einfach in verschiedene Kaufhäuser gegangen. Einmal ist er in ein Kaufhaus gegangen, was ein sehr teures Kaufhaus, so ein Luxusladen. In Berlin wäre das sowas wie das KDW. Ich weiß nicht, was es hier in Dresden gibt, aber Sie kennen solche Luxus
Kaufhäuser, Harrods zum Beispiel in London. Und dann haben wir auch noch so einen Mittelklasse-Schuhladen. Sie sehen, da stehen die Schuhe schon ein bisschen gedrängter. Und dann haben wir auch noch so was Unterklassiges wie Deichmann oder so, wo einfach die Schuhkartons rumstehen. So ein bisschen der Aldi unter den Schuhläden. Und jetzt wissen wir immer noch nicht, ob die Personen, die dort arbeiten, tatsächlich auch eher der Lower Class oder der Middle Class oder der Upper Class angehören. Wir wissen aber, oder wir können uns überlegen, dass die Menschen, die dort einkaufen, eher diesen Schichten angehören. Da gibt es eine Tendenz, ja, und das lässt sich auch erheben. Leute aus der Upper Class gehen wahrscheinlich eher nicht zu Deichmann einkaufen. Und hingegen Leute aus der Lower Class werden es sich eher nicht leisten können, zu KDW und zu Harrods zu gehen. Und was sich jetzt Labov zunutze macht, ist die Tatsache, dass sich Verkäuferinnen und Verkäufer dem vermuteten Habitus ihrer Kundinnen anpassen, auch in ihrem Sprachgebrauch. Da gibt es auch Studien zu, auf die Labov zurückgreifen kann. Man borgt sich sozusagen das Prestige, was der ganze Laden hat, auch für sich selbst, dass eben auch Leute, die eigentlich aus der Lower Class kommen, in dem Moment, wo sie in so einem Upper Class Ambiente arbeiten, sie auch ihren Sprachstil entsprechend anpassen. Ja, und so war es ihm möglich, auf diesem Umweg eben auch sowas wie Ober-, Mittel- und Unterschicht konformen Sprachgebrauch zu erheben. Gut, und wir hatten ja gesagt, das hier sind die Hypothesen und so wird es operationalisiert oder so wird es dann in einen Wenn-Dann-Satz übersetzt und er kann jetzt diese abhängige Variable, die es zu erheben gilt, ganz präzise operationalisieren, indem er erhebt, wie die beiden Wörter Fourth Floor in zwei verschiedenen Stilen ausgesprochen werden. Ja? Also eigentlich haben wir vier Datenpunkte sogar. Wir haben Fourth, Fourth, Floor oder Fourth Flow und das noch in einem eher flüchtig ausgesprochenen, einem eher sprachbewussten Stil. Und jetzt zeige ich Ihnen mal die Ergebnisse und die sind interessant. Denn zunächst mal stellen wir fest, dass die Hypothese sich bestätigt hat. Die Realisierung von R korreliert tatsächlich mit der Klasse und dem Prestige, das das Geschäft genießt. Sachs ist das Upper-Class-Kaufhaus, das ja das Middle-Class und Klein ist der Ramschladen. Und vor allem hier, das ist ja auffällig, dass im Ramschladen das R in den allermeisten Fällen tatsächlich nie deutlich pronunziert wird. Und dann wird fast immer verschluckt. Das heißt einfach immer Fourth Flow, Fourth Flow, Fourth Flow. Und bei Macy's hingegen ist es so, dass es in einem gewissen Prozentsatz häufig und aber immer noch in dem größten Prozentsatz nie. Und bei Sachs ist es tatsächlich gleich verteilt, dass es mal so, nie oder eben auch immer tatsächlich pronunziert wird. Ja. Außerdem, wir erinnern uns daran, er hat ja diese Excuse me noch eingefügt und wir finden deswegen, hier haben wir zwei verschiedene Stile, also das hier betrifft die Realisierungen, das erste Fourth Floor und das zweite Fourth Floor und wir stellen fest, die Realisierung von R nimmt zu, wenn Menschen sorgfältig artikulieren. Ja. Das heißt, je bewusster sie sprechen, je deutlicher und wirklich aufs Verstandenwerden abzielend sie sprechen, desto eher orientieren sie sich an dem Stil, der mit Oberschichtlichkeit in Verbindung gebracht wird. Ja? Und das ist besonders deutlich bei Klein. Ne? Da steigt es einfach stetig an. Bei dem Mittelklasse ist es so, dass es vor allem hier das Floor ist hier noch nur in 40% und dann beim zweiten Mal schon bei 60%. Hingegen bei Sex, die Leute, die sowieso schon diesen oberschichtlichen Stil pflegen, da bleibt es eigentlich immer gleich, weil sie sozusagen immer schon
bewusst artikulieren. Ja, also unglaublich faszinierendes Ergebnis, vor allem in der Art und Weise, wie er darauf gekommen ist oder wie es nachgewiesen wird. Wirklich stilbildend, ist auch genauso in diesem Setting an verschiedenen Stellen, also zu verschiedenen Zeitpunkten und auch an verschiedenen Stellen von Amerika und eben mit den nötigen Anpassungen auch in anderen Ländern der Welt wiederholt worden, diese Studie. Und die Ergebnisse sind auf jeden Fall auch reproduzierbar. Ja? Wirklich toll. Und er hat eine Follow-up-Studie dann noch hinterhergeschoben. Ich hatte ja gesagt, wir hatten schon zwei verschiedene Sprechstile, einmal bewusst und einmal eher unbewusst. Und andersrum erst unbewusst und dann bewusst. Und genau das hat er in so einer ähnlichen Weise nochmals getestet. Und zwar hat er Menschen sprechen lassen in verschiedenen Stilen. Das sind diese insgesamt fünf Stile. Einmal Casual Speech hat einfach Leute aufgezeichnet, wie die miteinander geplaudert haben. Dann hat er Interviews geführt, wo er also als Forscher mit Menschen gesprochen hat. Und sobald sie sich als Forscher zu erkennen geben, sind Menschen nicht mehr ganz natürlich. Ja? Dann hat er Menschen gebeten, Texte vorzulesen. Schließlich hat er Menschen gebeten, nicht nur ausformulierte Texte vorzulesen, sondern einfach nur Wortlisten, sowas wie Floor, Run, Drip oder ähnliches. Einfach eine Reihe von Wörtern, wo er jeweils drin vorkommt. Und dann hat er auch noch Minimalpaare vorgelegt. Das kennen Sie aus der Phonetik, ne? Und hatten wir auch in der letzten Sitzung, also Wörter, die sich nur durch einen einzigen Laut unterscheiden. Sowas wie Lasche und Flasche oder so, oder Lasche und Tasche, um so zeigen zu können, dass L und T jeweils bedeutungsunterscheidende Phoneme sind, was eine hochgradig künstliche Situation ist. Also sobald Sie so einen Text vorlesen, merken Sie, hier soll es offenbar um Aussprache gehen und dementsprechend konzentrieren Sie sich drauf. Und dann hat er soziale Schichten hergenommen, hat die Probandinnen eingeteilt, insgesamt 9 verschiedene Klassen oder 10 von 0 bis 9 und hat als Kriterien herangezogen, was für eine Bildung haben sie, welchen Beruf haben sie und wie ist ihr Einkommen. Das hat er vorher entsprechend abgefragt und hat dann die Daten erhoben. Hier die Ergebnisse. Es ist ein bisschen unübersichtlich vielleicht auf den ersten Blick. Ich erläutere mal die wichtigsten Punkte. Zunächst mal finden wir, dass die Realisierung von R, darum geht es ja, nimmt in allen Schichten mit der Formalität des Stils zu. Also während es im Casual Speech fast von allen größtenteils verschluckt wird, ist es so, dass spätestens bei den Minimalpaaren oder hier bei den Wortlisten ist es sogar bei der Lower Class schon wesentlich häufiger und erst recht eben in den anderen höheren sozialen Schichten. Wir können auch sagen, je höher die Schicht, desto frequenter der Gebrauch der Form, die eher mit Prestige behaftet ist. Und es gibt allerdings eine einzige Ausnahme. Also Sie sehen, alle Linien bewegen sich einfach mehr oder weniger parallel zueinander, steigen langsam an. Es gibt nur eine entscheidende Ausnahme, nämlich diese Linie hier. Das ist die Middle Class. Ja, also der Typ, den ich Ihnen eben gezeigt habe, der im Jackett gesagt hat, how to pronounce the R sound. Also wer sowieso Upper Class ist, der muss es gar nicht erst lernen. Ja, das ist nur relevant für Leute, die irgendwie an sozialem Aufstieg interessiert sind. Die müssen solche Akzenttrainings tatsächlich machen. Und bei denen hat man festgestellt, dass sie hier bei den Wortlisten und Minimalpaaren sogar noch prestigeträchtiger sprechen, also noch korrekter sprechen als die Upper Class. Das ist ein Phänomen, was man Hyperkorrektur nennt, was man in ganz, ganz vielen Ausprägungen findet, als ein typisches Sprechverhalten von Mittelklasse-Angehörigen, dass sie in bestimmten Situationen sozusagen besonders gut machen wollen
und dann besonders stark die Form produzieren, von der sie glauben, dass es die prestigeträchtige ist. Ja, und das ist eben eine Form von Überkorrektheit, die sie dann nochmals unterscheidet von den Upper-Class-Leuten, die sozusagen eine größere Natürlichkeit und eine größere Kohärenz haben in ihrem gesamten Sprachgebrauch über verschiedene Stile hinweg. Ja? Also auch das sind wirklich faszinierende Ergebnisse, die sich als solche vielfach bestätigt haben und auch immer wieder reproduzieren lassen. Gut, davon ausgehend möchte ich Ihnen jetzt die Grundbegriffe der Soziolinguistik kennenlernen. Wir hatten uns angeschaut gerade eine Variable, wie wir sagen, nämlich R, wie wird die jeweils ausgesprochen, wie korreliert das mit bestimmten sozialen Faktoren, in dem Falle Schicht. Wir haben eine Variable, wie wir sagen, wie wir das aus der Mathematik kennen, etwas, was in der Lage ist, zu variieren, in dem Fall das Phonem R. Und wir haben dann eine Variante, nämlich eine ganz konkrete Realisierungsform der Variable. Im Deutschen, wissen Sie ja, haben wir zum Beispiel R und R als mögliche Realisierungsformen. Im Englischen ist es eher das R oder eben auch, dass es ausgelassen wird, dass es gar nicht pronunziert wird. Auch das sind dann mögliche Realisierungsformen. Und davon abgehoben nochmals allgemein, abstrakter können wir sagen, dass Variation schließlich die allgemeine Eigenschaft natürlich-historischer Sprachen bezeichnet, dass sie überhaupt variieren können. Denn auch wenn wir sagen, es gibt sowas wie das Deutsche, das Französische, dann wissen wir eben doch alle, dass es ganz unterschiedliche Arten des Deutschen gibt. Es gibt verschiedene Sprachstufen, es gibt verschiedene Alterssprachen, also sowas wie Jugendsprache und die Sprache der Alten, dann gibt es sowas wie einen akademischen Sprachgebrauch, sowas wie Rechtssprache, also Funktiolekte, eher Sprache, wie sie in sozialen Medien zu finden ist, versus Sprache, wie sie eher in Printmedien zu finden ist und so weiter und so fort. Natürlich historische Sprachen sind nie einheitlich, sind nie stabil, sondern haben immer zu einem gewissen Maße Variation. Und jetzt können wir sagen, dass alle Varianten, welche Variablen annehmen können mit bestimmten sozialen Einflussfaktoren, die bilden eine Varietät. Ich habe gerade schon welche genannt, sowas wie Jugendsprache zum Beispiel, ja, oder die Sprache der Lower Class, die Sprache der Upper Class. Wir entscheiden uns für eine Kategorie, sowas wie Schicht, sowas wie Alter, Geschlecht, gesellschaftlicher Funktionsbereich und so weiter und stellen dann fest, dass es hier Subsysteme gibt, wie wir sagen. Ein Subsystem einer Gesamtsprache. Und Hudson hat deswegen sehr schön definiert, we may define a variety of a language as a set of linguistic items with similar social distribution. Denn darum geht es in der Soziolinguistik. Also wir schauen uns nicht einfach nur Varianten an, sondern immer in ihrer Abhängigkeit von sozialen Faktoren oder noch korrekter ausgedrückt in ihrer sozialen Verteilung nach bestimmten sozialen Kategorien. Ich möchte das nochmals genauer veranschaulichen, wie diese Begriffe miteinander zusammenhängen. Wir haben generell die Fähigkeit von Sprachen zu variieren, also die Variabilität oder anders ausgedrückt, einfach die Tatsache, dass Sprache variiert. Sprachliche Variation ist unser Phänomenbereich. Und wir haben jetzt zum Beispiel hier diese Variablen. Im Deutschen haben wir Intensitätspartikel, und wir haben Verben für Nahrungsaufnahme, um mal nur zwei Beispiele herauszuziehen. Und diese Variablen können sich auf unterschiedliche Arten und Weisen ausprägen. Zum Beispiel können wir sagen, sehr, ich bin sehr hungrig, ich bin sehr müde. Oder wir können auch sagen, ich bin hungrig as fuck, ich bin müde as fuck. Wir können sagen, statt für Nahrungsaufnahme essen. Wir können aber auch sagen, futtern. Oder kahlen oder was es auch immer für
Wörter gibt. Ja, und jetzt stellen wir fest, dass es, dass bestimmte Varianten sich auf eine bestimmte Art und Weise sozial verteilen, nämlich eher von jungen Leuten benutzt werden. Und deswegen könnten wir dann sagen, all diese Varianten, as fuck, futtern und so weiter und so fort, für alle Variablen durch, jeweils die Ausprägungen, die bilden dann eine Varietät, die wir Jugendsprache nennen können. Wir müssen natürlich sagen, Jugendliche reden auch nicht immer Jugendsprache, sondern eben nur in bestimmten Kontexten und auch medialen Zusammenhängen. Dazu später mehr, aber so schematisch soll das hoffentlich die ganze Sache ein bisschen deutlicher machen. Und wir können nun Varietäten nach verschiedenen Kategorien beschreiben. Dazu ist dieses Modell des Variationsraumes entwickelt worden. Der ist vierdimensional, also wenigstens dreidimensional, aber nehmen wir noch die Zeit mit dazu, dann sind wir bei vierdimensional. Das müssen Sie können. Sie müssen auch tatsächlich die Termini auswendig können oder müssen sie drauf haben. Vielleicht können sie ja auch Altgriechisch, dann können sie sich das ja sowieso alles selber herleiten. Wir haben die Dimensionen des Raums, der sozialen Schicht, der Situation und der Zeit. Also wir haben sowas wie diatopische Variation. Da sind die Varietäten, die wir damit verknüpfen, die klassischen Dialekte. Hier in Sachsen wird Sächsisch gesprochen, in Schwaben eben Schwäbisch, da wo ich herkomme, im Südbaden, dort spricht man Alemannisch. Wir haben aber auch sowas wie diastratisch, von Stratos die Schicht. Und hier reden wir von sogenannten Soziolekten. Wir haben sogenannte Schichtensprachen, das habe ich Ihnen eben gezeigt, mit der Studie von Labov. Wir haben aber auch Gruppensprachen, sowas wie AkademikerInnen-Jargon, ja, oder Fußballfan-Jargon. Das sind Gruppensprachen, Alterssprachen wie Jugendsprache, Sprache der Alten und so weiter. Wir haben schließlich die diaphasische Variation. Das kommt, also phasisch bezieht sich auf das Sprechen, auf die Redekonstellation, so können Sie sich das herleiten. Also situative Variation. Hier sprechen wir von Funktiolekten. Also, dass in bestimmten Situationen, in bestimmten Redekonstellationen bestimmte Varianten gewählt werden oder Sprache eine bestimmte Varietät annimmt, dann sprechen wir sowas von sowas wie Wissenschaftssprache oder auch Werbesprache, Rechtssprache, das sind solche Funktiolekte, aber auch sogenannte situationale Stile. Wir kennen formellen und informellen Stil. Und erinnern Sie sich an die erste Sitzung, eines der Missverständnisse, was aufkam, war, dass der Student, der mich da angeschrieben hatte mit Hallo und LG und so, er hier einen informellen Stil gewählt hat, in einer Situation, in der ich eher einen formellen Stil erwartet hätte. Also hier gab es gewissermaßen Uneinigkeit im angemessenen situationalen Stil, um es mal so zu fassen. Und schließlich haben wir noch in der Kategorie der Zeit, der diachronen Variation, die verschiedenen Sprachstufen, Frühneuhochdeutsch und so weiter. Sie kennen das. Das müssen wir hier nicht weiter vertiefen. So einfach, so gut, so einfach, so wie sagt man, egal, ganz so einfach ist es leider nicht. Denn leider sind die Dinge häufig miteinander verknüpft. Zum Beispiel haben Dialekte auch häufig eine soziolektale Prägung. Es ist so, dass nicht alle Menschen, die in Sachsen leben, gleichermaßen Sächsisch sprechen, sondern das ist durchaus auch zu einem gewissen Teil ein Schichtmerkmal. Klassisch ist es so, aber das gilt auch nicht in allen Gegenden von Deutschland, dass eher in den niedrigeren Schichten mehr Dialekt gesprochen wird. Das ist, wie gesagt, das mag zutreffen in Berlin zum Beispiel, auch da, wo ich herkomme, im Alemannischen ist es zum Teil so, überhaupt nicht so ist es in der Schweiz zum Beispiel. Da ist es überhaupt kein Schichtmerkmal, ob Dialekt gesprochen wird. Im Gegenteil, da ist es was, was quer durch alle Schichten eben die Menschen verbindet.
Weiterhin haben sie auch funkzolektale Prägung, indem wir vielleicht zu Hause beim Küchentisch informell sächsisch reden oder alemannisch oder schwäbisch oder platt, aber nicht, wenn wir auf der Bank ein Konto eröffnen und auch nicht im Unterricht in Universität und Schule. Ne? Also so kann dann auch je nach Situation werden Dialekte mehr oder stark ausgeprägt sein. Ja? Insofern sind die Dinge miteinander verflochten, aber als analytische Unterscheidung ist es sinnvoll, sie erstmal so auseinanderzuhalten. Ich möchte noch einen anderen Vorschlag Ihnen näher bringen, der aus dem angelsächsischen Bereich kommt, wo nicht so sehr die Rede ist von Funktiolekten, Dialekten und Soziolekten. Da nimmt man eine andere Aufteilung vor, die auch charmant ist und auch ihre Vorzüge hat. Dort ist Dialekt ein Oberbegriff für das, was Halliday mal beschrieben hat als Variety according to the user. Also wie man spricht, je nachdem, wer man ist. Und das kann unterschiedliche Gründe haben, weil sie einer bestimmten Schicht angehören, weil sie auch von einem bestimmten Ort kommen, zum Beispiel, weil sie einer bestimmten Gruppe angehören. Das sind alles mögliche Dialects in dieser Sichtweise. Und davon unterschieden wird das Register, das Register. Wenn Sie Orgel spielen können oder mal eine Orgel gesehen haben, dann kennen Sie Register, dass Sie durchziehen von so Hebeln verschiedene Pfeifen dazu oder wegschalten können und das verändert dann die Klangfarbe. Und genauso ist Register, das also metaphorisch darauf aufbauend ist, dann das Register zu verstehen. Und das wäre die Variety according to the use. Wie man spricht, je nachdem, wann und wozu man eine Sprache gebraucht. Und da wären eben wieder sowas wie formeller Stil, informeller Stil, wären dann mögliche Register. Das als zweiter Vorschlag, gerade wenn Sie sich im englischsprachigen, in der englischsprachigen Soziolinguistik umsehen, dann werden Sie merken, dass da der Registerbegriff sehr, sehr wichtig ist und deswegen soll er hier Erwähnung finden. Das Register können wir nach verschiedenen Kriterien genauer beschreiben. Dazu hat sich die Unterteilung in Field, Tenor und Mode eingebürgert. Ich fasse es mal hier auf Deutsch zusammen. Je nach institutionellem Rahmen, in dem wir stehen, je nach verwendetem Medium, je nach Beziehung der Sprechenden zueinander, wird dieses oder jene Register gewählt. Ja, und auch hier können wir jetzt nochmal das anwenden auf unser E-Mail-Beispiel aus der ersten Sitzung. Da war es eben ein institutioneller Rahmen, im akademischen, in der schriftlichen Kommunikation untereinander nicht kennenden Partnern. Und deswegen hatte ich gedacht, dass ein eher formales Register gewählt werden sollte. Der Student, der mich darauf hingewiesen hat, dass wir uns ja schon gesehen hatten und er eben offenbar davon ausgegangen war, dass man auch im Medium, im Geschriebenen eher einen lockeren Stil wählen kann. Er hatte dann eben ein eher informelleres Register gewählt. Ja, und deswegen kam es da zu einem gewissen Missverständnis. Wir können nun die ganzen Varietäten mal ein bisschen genauer aufdröseln nach einem Modell, das Löffler vorgestellt hat. Das ist hier einigermaßen kompliziert und genauso ist es auch gedacht, um zu zeigen, dass es ganz viele verschiedene Schnittmengen und Pole gewissermaßen gibt. Wir haben prinzipiell die Unterscheidung zwischen gesprochenen und geschriebenen Varietäten. Und dann haben wir hier unterschiedliche Eckpunkte, sowas wie die Funktion, der Ort, an dem wir uns befinden, die Schicht- oder Gruppenzugehörigkeit, Geschlechtszugehörigkeit, Alter, sowas wie Situationen. Das Idiolekte bezieht sich auf die ganz eigenen individuellen Prägungen. Und jetzt können wir versuchen, eine bestimmte Varietät hier mehr oder weniger flexibel zu verorten. Ja, deswegen hat das so viele Eckpunkte, um auch die Zwischenstufen und Übergänge gut beschreiben zu können. Ja, das ist hilfreich, sich das immer im Hinterkopf zu behalten, einfach um zu zeigen, wie vielfältig Variation tatsächlich sein kann in einer
historisch natürlichen Sprache wie dem Gegenwartsdeutsch zum Beispiel. Genau, jetzt haben wir die Grundbegriffe gesehen der Soziolinguistik und haben gesehen, wie es angefangen hat bei Labov. Das ist jetzt auch schon gut 70 Jahre her, mehr noch als 50 Jahre, 50, 60 Jahre her, und da hat sich doch inzwischen einiges getan in der Forschung. Und da gibt es einen berühmten Aufsatz von Penelope Eckert, die drei Wellen der Soziolinguistik unterschieden hat. Die First Wave, die haben wir gesehen mit Labov. Da ist die Hauptfragestellung die hier: Wie korrelieren eigentlich außersprachliche Parameter mit dem Sprachgebrauch? Sowas wie Schichtzugehörigkeit, sowas wie Geschlechtszugehörigkeit, wie Alter der Sprechenden und so weiter. Und das machen wir, indem wir quantitative Erhebungen machen, nach verschiedenen Methoden, aber letztlich geht es um statistische Aussagen über Korrelation. Ja? Die Second Wave, die dann in den 70er Jahren, 80er Jahren eher verfolgt wurde, war ein bisschen anders konturiert. Dort hat man sich eher gefragt, wie eigentlich Varietäten in konkreten Sprechsituationen verwendet werden. Und wie stiften sie eigentlich Identität von Speech Communities? Also nicht nur die Frage, werden sie überhaupt verwendet, sondern wie genau werden sie verwendet? Und man hat deswegen auch ethnografische Untersuchungen gemacht, also teilnehmend beobachtet, hat Menschen in ihren natürlichen Umgebungen beobachtet, wie dort Varietäten eingesetzt werden und eben vor der Hintergrund der Fragestellungen, inwiefern das identitätsstiftend ist. Ja, also wir Sachsen, wir reden so, und wir sind nicht so wie die Thüringer und so weiter. Das kann ja auch Identität stiften. Und schließlich als Third Wave, was dann in den 90er Jahren spätestens prominent wurde, war nochmals eine Spur verfeinert, nämlich die Frage, wie eigentlich Sprechende die soziale Bedeutung von Variablen nutzen, um sich im sozialen Raum zu positionieren. Wir hatten oben die Frage in der Second Wave, wie es sich mit ganzen Speech Communities verhält. Und hier geht es tatsächlich um die Individuen. Also wie nutzt ein Individuum die soziale Bedeutung, die einer bestimmten Variable anhaftet, um sich zu positionieren? Und das Ganze machen wir, indem wir interaktionale Studien machen. Ich hatte Ihnen ja, wir haben schon die Gesprächsanalyse kennengelernt, und seit den 90er Jahren spätestens ist die Gesprächsanalyse eine der wichtigsten Methoden innerhalb der Soziolinguistik geworden. Und ich möchte Ihnen das Ganze gerne anhand eines Beispiels zeigen. Ich habe es als Video vorher aufgenommen, weil der Sound dann besser ist. Sie kennen vielleicht das Lied Der Spatz von Frederik Wahle. Damit bin ich als Kind groß geworden, und das ist so ein tolles Beispiel, dass ich Ihnen das hier gerne nochmal zeigen möchte. Zwei Dinge sind dazu zu sagen. In dem Lied geht es um einen Spatz, der flügge wird und dann durch die Gegend fliegt. In der ersten Strophe, die ich jetzt nicht singen werde, flattert er bei den Baumanns auf den Mittagstisch und pickt da an den Frikadellen und wird dann aber verjagt vom erbosten Vater, der sagt, dass Spatzen nicht auf den Mittagstisch gehören. Und dann flattert er weiter zur Pfütze, wie Sie gleich hören werden. Wir hören es uns erstmal an. Und der Spatz, der flattert weiter zu einer schönen großen Pfütze, wo die anderen Spatzen sitzen, sich mit Pfützenwasser spritzen. Zu dem Spatz, der abseits sitzt, da ruft der Kumpel, komm doch auch, denn hier kannst du prima baden und hier kühlst du deinen Bauch. Doch der andere guckt ganz stolz, plustert sich auf und sagt ihm dann: Ich bin kein Spatz, ich bin ein Spelling, pöbeln Sie mich hier nicht an. Und an diesem öden Ort mach ich nur Rast und fliege dann zu der Abfalltonne von einem Feine-Leute-Restaurant. Aber Sie sind doch ein Dreckspatz, gucken Sie sich doch mal an. Und da hat der Spatz zum ersten Mal sich selber angesehen, rief: Ich finde mir, ich finde mir, ich finde mir ganz schön. Und da guckt er ganz schief, der kleine Spatz, und da sagt er: Hier ist für einen Spatz kein Platz, doch ich bin ein fingerlanger, flinker, flügelflatter Mann. Und ich gucke mir erst alles, was es gibt, so richtig an.
Okay, das also dieses schöne kleine Liedchen, mit dem ich, wie gesagt, groß geworden bin als Kind. Und als ich dann später Soziolinguistik studiert hatte und das Lied nochmal gehört habe als erwachsener Mann, habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht. Das ist ja wie aus dem Lehrbuch. Wie aus dem Lehrbuch für Soziolinguistik. Ich erkläre gleich, was ich genau meine. Und tatsächlich habe ich dann mal nachrecherchiert und habe festgestellt, Frederik Wahler hat in Soziolinguistik promoviert in den frühen 1970er Jahren, als es eine ganz brandneue Disziplin war, die gerade erst in Deutschland im Begriff war, sich zu etablieren. Und dann war es mir plötzlich sonnenklar. Also was finden wir? Ich muss mal eben zurückgehen, weil mich mein Gesichtsausdruck stört. So, der Spatz spricht einen anderen Spatz an, in der Du-Form und mit diesen typischen Verschleifungen für Münchner Sprachgebrauch. Hier kannst du prima baden und hier kühlst du deinen Bauch. Der andere Spatz sagt dann, ich bin kein Spatz, ich bin ein Späling. Und er hat einen ganz deutlichen Hamburger Einschlag. Der Hamburger Dialekt ist der Dialekt der Kaufleute und wird also eher mit Oberschichtlichkeit assoziiert. Und Sie wissen ja, Sperling und Spatz ist die gleiche Bezeichnung. Einmal eben die korrekte Gattungsbezeichnung und Spatz eher umgangssprachlich. Ich bin kein Spatz, ich bin ein Sperling. Das ist dieses Spatz und Sperling wäre ganz typisch fürs Hamburg, aber auch sonst die Aussprache. Und er fliegt dann zu einem Feine-Leute-Restaurant und sieht den Spatz. Gucken Sie sich doch mal an. Ja? Und daraufhin sagt dann der Spatz wiederum, er hat es zum ersten Mal selber gesehen, ich finde mir Jans schön. Dann wechselt er sich ins Berliner. Der Berliner Dialekt wiederum ist einer, der vor allem mit Unterschichtlichkeit assoziiert wird. Ein uralter Topos, auch in der Literatur, denken Sie an sowas wie Berlin-Alexanderplatz oder auch die Romane von Fontane, wenn dort das Berlinerische eingesetzt wird als literarisches Mittel, dann immer um eher der Unterschicht zugehörige Personen in ihrer Sprechweise zu charakterisieren. Ich finde mir ganz schön, sagt der Spatz, und er grenzt sich damit genauso von dem Sperling ab, wie der Sperling sich vom Dreckspatz abgegrenzt hat. Und das eben in der Art und Weise, wie Sprechen genutzt wird. Und das ist genau das, was hier gemeint wird. Das Sprechen, die soziale Bedeutung von Variablen, also verschiedene Speech Styles, ganz gezielt genutzt werden, um sich in ihrer sozialen Beziehung zum anderen zu positionieren. Und wir finden diese gleichen Three Waves noch in einem anderen Bereich. Wir hatten jetzt viel über Schicht gesprochen. Wir kommen zu einem anderen Bereich, der auch wahnsinnig interessant ist und viel erforscht wird, auch gerade wieder in letzter Zeit, nämlich das Verhältnis von Sprache und Geschlecht. Geschlecht ist genau ist ein der ganz wichtigen soziolinguistischen Parameter. Und da gucken wir uns jetzt mal an, wissenschaftsgeschichtlich, wie eigentlich das Thema Sprache und Geschlecht verhandelt wurde. Denn das ist total interessant. Ich lehne mich da an einen Aufsatz von Friederike Braun, den ich Ihnen auch gerne hochlade, den Sie bitte alle mal irgendwann lesen sollten, weil er sehr klar diese Geschichte der linguistischen Geschlechterforschung rekonstruiert. Es fing damit an, mit dieser Frage, die Ihnen jetzt vielleicht wie ein Affront erscheinen mag, nämlich reden Frauen überhaupt, die aber man sich stellen muss, wenn man die alte Forschung zur Kenntnis nimmt, die ältere Forschung, da es tatsächlich nämlich so ist, dass Sprecherinnen in linguistischen Untersuchungen total unterrepräsentiert waren. Also es gab dann schon psycholinguistische Studien oder es wurden auch sowas wie Grimms Wörterbuch, ja, mit den ganzen Belegen, also diese Belegwörterbücher. Es ist fast ausschließlich der Sprachgebrauch von Männern, der wissenschaftlich untersucht wurde. Dass der Sprachgebrauch von Frauen als solcher gar nicht erst thematisch wurde. Man hat dann schon angefangen,
da gezielt gegenzusteuern. Und dann sind in den 70er Jahren in USA vor allem dann die ersten Beiträge zu einer spezifisch feministischen Linguistik erschienen, wo man gesagt hat, dass Frauen auf jeden Fall anders reden als Männer und dass man deswegen auch wirklich den Sprachgebrauch von Frauen gesondert untersuchen muss. Wie sich diese Andersartigkeit im Genauen ausprägt, da gibt es viele Untersuchungen zu und das ist auch, gibt es Befunde, die sich auch immer wieder bestätigen lassen, dass Frauen mehr Tag-Questions verwenden zum Beispiel, also mehr solche nicht wahr oder solche Anhängsel, um sich des Verständnisses des Gegenübers zu versichern, aber auch in der Art und Weise, wie betont wird, welche auch in der verwendeten Lexik gibt es Unterschiede. Also es gibt Unterschiede in der Art und Weise, wie Frauen und Männer sprechen. Zum Beispiel gibt es auch Studien dazu, dass Männer signifikant häufiger Frauen unterbrechen als umgekehrt. Ja, auch das lässt sich statistisch nachweisen bis heute. Und das war eben so mal der erste Ansatz. Es gab dann einen berühmten Aufsatz von Lakoff, Robin Lakoff, Language and the Woman's Place, wo das Argument kurz gefasst das hier war: Frauen reden schlechter, in Anführungsstrichen, schlechter in dem Sinne, dass ihre Art zu sprechen weniger Prestige genießt in der Gesellschaft und deswegen ihre Sprache, ihre machtlose Stellung in der Gesellschaft spiegelt und gewissermaßen auch zementiert. Ja, also Frauen pflegen einen Sprechstil, der eher defensiv, zurückhaltend ist, der eher reaktiv ist und so weiter. Und das ist Ausdruck ihrer machtlosen Stellung, aber bestätigt auch diese machtlose Stellung mit dem Paradox, mit der paradoxen Anforderung an Frauen, dass wenn Frauen dann mal anders sprechen, wenn sie ausscheren und die eher männlichere Sprechweisen wählen, dann gelten sie plötzlich als nicht mehr weiblich genug. Ja? Das war in Kürze das Argument von Lakoff. Es gab dann eine Gegenbewegung, die gesagt haben, ja, Frauen reden anders, aber in Wirklichkeit ist das viel besser. Die Art und Weise, wie Frauen reden, das ist eher auf Verständigung abzielend, Frauen reden emotionaler, ja, und das schafft aber tatsächlich tiefere Bindungen. Also das, was Lakoff als schlechter beschreibt, ist in Wirklichkeit besser. So, also Frauen reden anders und dann war eben der Streitpunkt, ist es jetzt besser oder schlechter? Der Punkt ist, und dann gab es dann schließlich dann der Mittelweg, der gesagt haben, Frauen reden anders, aber letztlich reden sie gleich gut. Aber dass Frauen anders reden, das ist dann sozusagen gesetzt. Und Sie kennen ja vielleicht hier sowas, Frau Deutsch, Deutsch Frau von Mario Barth hier, dieses schreckliche Buch im Langenscheid Verlag, gibt es ja genauso auch, Mann, Deutsch, Deutsch Mann. Da wird eben so getan, zu Unterhaltungszwecken, als seien es tatsächlich zwei verschiedene Sprachen. Ja, es gibt auch so, Frauen kommen vom Mars und Männer von der Venus und so, also dass sie wirklich wie Außerirdische, auch da gibt es Ansätze, von Deborah Tennen war das, glaube ich. Das war so die Grundidee. Jetzt gibt es ein Problem in all diesen Untersuchungen, eine Annahme, die stillschweigend immer getroffen wird. Alle bisher angeführten Positionen sehen Geschlecht als eine unabhängige Variable. Und die determiniert dann den Sprachgebrauch. So wie wir es bei Labov vorhin gesehen hatten, wir haben also die abhängige Variable Sprachgebrauch, unabhängige Variable Geschlecht. Und dann sehen wir auch methodische Probleme in genau dieser Sichtweise, dass wir also sowas wie ein Geschlecht haben, was den Sprachgebrauch als solchen determiniere. Denn es wurden in vielen Studien sogenannte versteckte Variablen weitestgehend ausgeblendet. Also so Dinge wie, welchen Bildungsstand haben eigentlich die Probandinnen und Probanden?
Das ist ausgeblendet worden. Oder auch, welches Geschlecht haben eigentlich die Versuchsleiterinnen und Versuchsleiter? Also alles Dinge, die möglicherweise auch Einfluss haben könnten auf das Sprechverhalten. Das ist in vielen Studien nicht ausreichend berücksichtigt worden. Ja, auch wenn da natürlich noch viel nachgearbeitet wurde und man kann das nicht pauschal alles jetzt sozusagen verabschieden als methodisch unzureichend, aber da gab es eben dann noch teilweise Probleme. Aber das Grundproblem ist eben, oder der Grundeinwand, dass diese einseitige Prägung von Geschlecht auf den Sprachgebrauch, das ist dann zunehmend in Zweifel gezogen worden. Es gab dann eine Alternative, die zunächst mal radikal und irritierend klingt. Wer anders redet, ist eine Frau. Also nicht Frauen reden anders, sondern wir sind dann Frauen, wenn wir reden wie Frauen. Ja? Oder überhaupt, wer anders redet, der wird überhaupt erst zur Frau. Das heißt Geschlecht, und hier ist Geschlecht natürlich nicht das biologische Geschlecht, sondern das soziale Geschlecht als Gender, das wird durch kommunikative Aktivitäten überhaupt erst inszeniert und hergestellt. Ein Ansatz, der als Doing Gender bekannt geworden ist. Sie können das Ganze nachlesen, ausführlich, wie gesagt, bei Braun und wenn Sie möchten, auch in der tollen Einführung von Nübling und Kotthoff über Genderlinguistik. Wir wenden uns also dieser Position Doing Gender ein bisschen genauer zu. Die ist, geht auf Irving Goffman zurück, den Namen haben Sie jetzt schon verschiedentlich gehört, und ich möchte aus dem berühmten Aufsatz nicht von Goffman, sondern von Goffmans Schülern, von West und Zimmerman, der eben diesen Titel trägt, Doing Gender, möchte ich gerne zitieren. We view gender as an accomplishment, als Hervorbringung, an achieved property of situated conduct, also situiertes Verhalten. Our attention shifts from matters internal to the individuals and focuses on interactional and ultimately institutional arenas, rather than than a property of individuals, we conceive gender as an emergent feature of social situations. Ja, also bisher war die Idee immer, Geschlecht ist etwas, was Individuen zukommt und dem wird dann Ausdruck verliehen in Sprechverhalten. Hier wird gesagt, es gibt soziale Situationen und situiertes Verhalten in solchen Situationen, und dann haben wir als emergentes, als auftauchendes Merkmal sowas wie Geschlechtlichkeit. Und dann schauen wir uns an, in welchen Situationen eigentlich Geschlecht überhaupt erst relevant gesetzt wird. We argue that gender is not a set of traits, nor a variable, nor a role, but the product of social doings of some sort. What then is the doing of gender? We claim that gender itself is constituted through interaction. Ja, also diese Doing-Formulierung, die ist ganz berühmt, gibt es in allen möglichen Varianten, sowas wie Doing being a fan, Doing teaching. Ja, da kann man sich fragen, was muss man eigentlich tun, damit man in einer Situation als Lehrperson erkennbar und akzeptiert wird. Doing being a student, was müssen Sie als Studierende tun, um entsprechend erkannt zu werden? Und hier eben die Frage, doing gender, was müssen wir tun, damit wir als Angehörige eines bestimmten Geschlechts erkannt werden? Und das Ganze kann man besonders gut sich klar machen am Beispiel von Drag Kings und Drag Queens, wo zu dem Doing Gender noch ein regelrechtes Staging Gender, also ein Aufführen, dazukommt. Wir schauen uns mal zwei Varianten an. Zuerst von der Drag Queen Nina Queer und dann von dem Drag King Murray Hill. Gott, ist mir das letzte Mal in der Greifbar passiert, dass ich zwei hatte, nur einer gekommen ist.
Nicht so laut, ich quietsche. Hi. Herzlich willkommen im Irrenhaus. Im neuen Jahr ein gutes, schönes, fröhliches neues Jahr euch allen. Ihr habt euch alle wieder schick zurechtgemacht. Und ich hoffe, ihr guckt alle jeden Tag die Dschungelshow im Fernsehen. Jedes Mal, wenn ich Ingrid van Bergen sehe, denke ich mir, warum ist Chantal im Dschungel und ich nicht? Oder? Okay, nur mal bis hier. Wir sehen also, hier ist eine Person, Nina Queer, verkleidet als Frau, aber zusätzlich zur Perücke und zum Kleid und den Fake-Brüsten sehen wir natürlich, hören wir natürlich auch eine bestimmte Art zu sprechen. Ja, also es ist in der Stimmhöhe die überdeutliche Modulation, ich quietsche und so weiter, aber auch die Sprechthemen sind alles Dinge, die mit stereotypischer Weiblichkeit vielleicht assoziiert werden. Also dieses Zickenhafte, ich bin, dass die im Dschungel ist und nicht ich und so weiter. Das sind alles Dinge, mit denen hier überdeutlich, wie gesagt, stereotypische Weiblichkeit inszeniert werden kann. Ja, ich will damit nicht sagen, dass alle Frauen so sind, ja, sondern hier wird gezielt an Stereotypen von Weiblichkeit angeknüpft und die werden dann genutzt, um Geschlechtlichkeit auf die Bühne zu bringen. Weiblichkeit. Schauen wir uns mal Drag Kings an. Drag Kings sind wesentlich weniger bekannt als Drag Queens. Es gibt es aber auch. Sie können jetzt zunächst mal nachdenken, wie muss man einen Drag King wohl reden? Also eine Frau, die sich als Mann verkleidet und wie ein Mann auftritt. Wir schauen mal rein. Murray Hill. I was just at a party last night and there was, you know, about 800 people there and all the men had black suits on. And here I walk in. There's 18,000 different patterns going on right now, and it's giving any woman who looks at me vertigo. The tie is the key ingredient to wrapping up the entire outfit. Once you look here, you look up, and then you see the magic. You know, some people have them at the first hello. I have them at the wide polyester tie. Okay, nur bis hier. Ich muss es jetzt gar nicht kommentieren, aber dieser sehr breit ausgetretene Slang, auch dieses deutliche R und so, das ist eben was eher stereotypisch mit männlichen Sprechstilen assoziiert wird und was hier von der Frau entsprechend genutzt wird. Das heißt, Drag Queens und Drag Kings müssen sich nicht nur durch Kleidung und Mimik und Postur, sondern auch durch Sprache als das jeweils andere Geschlecht inszenieren. Und das tun sie, indem sie Klischees bedienen, auf eine überdeutliche Art und Weise. Und wie immer, das hatten wir auch schon in der ersten Sitzung, wo wir gesehen haben, dass man durch Überhöflichkeit auch Kritik üben kann an den üblichen Höflichkeitsnormen, haben wir es auch hier, dass das überdeutliche Bedienen von Klischees macht diese Klischees als solche überhaupt erst der Reflexion und mit dann auch der Kritik zugänglich. Und wahrscheinlich ist das ein Zug, der alle Travestie-Shows und alle Drag Kings und Drag Queens irgendwie eint, dass sie doch ein sehr kritisches, distanziertes Verhältnis haben zu überkommenen Geschlechterverteilungen, Geschlechterstereotypen und so weiter. Und dass diese Kritik gerade durch das überdeutliche Bedienen eben geübt wird. Und was wir auch noch sehen, Drag Queens und Drag Kings verleihen auch ihren multiplen Identitäten sprachlich Ausdruck. Denn es sind ja eben in den allermeisten Fällen schwule Männer bzw. lesbische Frauen als Privatpersonen und auf der Bühne eben dann noch diese Kunstfiguren Drag Queens und Drag Kings und gerade diese multiplen Identitäten sind hier interessant. Wichtig noch zu sagen, das wissen Sie ja wahrscheinlich, aber nochmals die Ergänzung. Es geht hier um Travestie. Es geht hier nicht um Transgender. Es sind also tatsächlich hier, zumindest die beiden Personen, die ich Ihnen gezeigt habe, ist ein schwuler Mann und eine lesbische Frau, die sich auch als solche auch genau diese Geschlechtsidentität zuweisen und die dann aber
zu Unterhaltungszwecken sich eben als Frau bzw. als Mann verkleiden. Davon abzuheben sind eben nochmal Personen, die sich als non-binär beschreiben würden, aber das nur am Rande. Und interessant ist nun dieses folgende Video, was ich Ihnen gerne zeigen möchte. Da ist Olivia Jones zu sehen, kennen Sie bestimmt aus Funk und Fernsehen. Wahrscheinlich die berühmteste Drag Queen Deutschlands, die vor vielen, vielen Jahren, als sie noch nicht ganz so berühmt war, mal ein Interview gegeben hat im NDR-Fernsehen und da ganz interessant hin und her switcht zwischen der Rolle als schwuler Mann, der sich verkleidet, und eben die Kunstfigur Olivia Jones. Ja? Einmal Oliver Goebel und einmal Olivia Jones. Und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Hallo ihr Lieben und willkommen bei Nordic Talking. Mich hat's heute auf die Reeperbahn verschlagen und da treffe ich gleich Deutschlands bekannteste Drag Queen, Olivia Jones. Ich freue mich wahnsinnig drauf, denn diese 2-Meter-Lady ist nicht nur ein wahnsinniges Showtalent, sondern einfach Kult. In der Olivia Jones Bar. Ja, herzlich willkommen, mein Hase. Schön, dass du da bist. Ach, ich freue mich. Bitte langsam mal Zeit. Du warst hier nämlich noch nicht. Ne? Ich war ehrlich gesagt hier noch nicht, aber demnächst öfter auf jeden Fall. Also gemütlich ist es hier auf jeden Fall. Ja, und hier ist natürlich Rambazamba. Weil so schicke Läden kann ich einfach nicht drauf. Ich wollte wirklich so einen Rambazamba-Stimmungs-Spaßladen, wo sich alle wohlfühlen. Und hier ist echt Alarm. Das musst du echt mal erleben. Also man kann es kaum beschreiben. Was war heute Morgen dein allererster Gedanke, als du aufgestanden bist? Naja, mein erster Gedanke ist halt immer, da ich ja Gott sei Dank ein Management habe, die sich um meine Termine kümmern, die rufe ich an und frage, was muss ich denn heute machen? Und wenn ich nicht so viel machen muss, gehe ich erstmal runter zum Hafen, Strand Pauli, und komme so langsam zu mir. Die kennen mich da auch schon. Die wissen, dass ich jeden Morgen um 13 Uhr da vorbeikomme und sage, ich möchte gerne einen doppelten Kaffee im Glas und eine Cranberry-Schorle dazu. Das wissen die schon. 13 Uhr, alles 13 klar. Uhr. Ja, aber ich bin ja getarnt da. Ich bin ja, ne? Also erkennt man mich ja nicht, Gott sei Dank. Apropos, erkennt man dich nicht? Du bist ja eigentlich zwei, Oliver Goebel und Olivia Jones. Mhm. Wie lässt sich das denn vereinbaren? Ich habe ja noch ein Doppelleben, was ich mir sehr schütze, weil ich auf der einen Seite ist dieser öffentliche Paradiesvogel und auf der anderen Seite ist der Oliver, der mit den Medien nichts zu tun hat. Und ich finde das super geil, dass ich so ein Doppelleben führen kann. Ich kann ungeschminkt über die große Freiheit gehen und selbst meine Nachbarn erkennen mich nicht, mit denen ich normalerweise zusammenarbeite. Und das ist halt geil. Deswegen bin ich privat auch sehr ausgeglichen. Jetzt bist du ja in Hannover geboren. Wie bist du denn nach Hamburg gekommen? Durchs Pulverfass. Also, ja, weil die hatten da so eine Talentshow gemacht. Erstmal sowieso Hamburg, große, weite Welt. Hannover ist ja jetzt auch mit showmäßig nicht ganz so viel. Und hier gab es viele Möglichkeiten zum Auftreten. Viele lustige, kleine, schwule Läden, die immer so Shows gemacht haben. Oder Pulverfass habe ich die Talentshow mitgemacht und so, habe mich so langsam hochgearbeitet. Was verbindest du denn mit Hamburg? Ja, ich weiß nicht. Hamburg ist für mich einfach eine wunderbare Stadt, weil es so offen ist. Aber auch nicht so aufgesetzt wie manch andere Städte. So Köln ist mir zu aufgesetzt. Also ich finde das furchtbar. Und ich finde auch Berlin so als Vorort ist ganz nett. Da ist man schnell. Aber ich bin auch immer froh, wenn... Ja, für mich ist Berlin so ein Vorort. Ich bin froh, wenn ich wieder zurück bin. Ja. Weil Hamburg ist sehr vielfältig, hat aber trotzdem noch so ein bisschen was was Dörfliches kann man ja noch nicht sagen, aber Berlin ist mir zu groß und zu ruppig irgendwie, auch untereinander und so wie die da. Und die haben auch da so einen sehr direkten Humor. Hamburg ist immer noch so ein bisschen reservierter und so, das mag ich halt. Okay. Und die Hamburger sind ja nicht so kühl, wie ihnen nachgesagt wird. Hast du einen Lieblingsort in Hamburg? Ja, bei mir ist es der Hafen, wo ich ja fast jeden Tag irgendwie bin, weil ich ja gleich da um die Ecke wohne. Mhm. So Hafen ist super, ja sowieso St. Pauli. Ich bin ja hier so die selbsternannte Bürgermeisterin und ich muss ja auch immer gucken, dass hier alles in bester Unordnung ist hier auf St. Pauli. Ne? Also okay, nur mal bis hier. Also Sie haben es vielleicht schon gemerkt, es sind mehrere Personen, die hier sprechen. Mal spricht Oliver Goebel, mal spricht Olivia Jones. Sitzen tut er natürlich immer Olivia Jones, weil die Person, also sie ist immer, hat immer ihre Perücke, ist immer geschminkt, hat immer ihre Klamotten. Aber durch das Sprechen sieht man eben doch gewisse Shifts. Hören wir mal hier die Begrüßung. Ja, herzlich willkommen, mein Hase. Schön, dass du da bist.
Also hier würde ich sagen, spricht Olivia Jones, weil sie ja auch hier die Gastgeberin ist und die Bar wird ja betrieben von Olivia Jones und eben nicht von Oliver Goebel. Und dann diese Anrede, mein Hase, und auch diese sehr deutliche Modulation wieder, das ist doch wieder etwas, was eher diesen stereotypisch weiblichen Stil zum Ausdruck bringt. Dann finden wir hier sowas, schauen Sie mal hier, in Zeile 46 und auf der anderen Seite ist der Oliver Goebel, der mit den Medien nichts zu tun hat. Ich finde das super geil, dass ich so ein Doppelleben führen kann. Und jetzt hören Sie mal hier rein. Ich kann ungeschminkt über die große Freiheit gehen und selbst meine Nachbarn erkennen mich nicht, mit denen ich normalerweise zusammenarbeite. Das ist halt geil. Also hier spricht Oliver Goebel tatsächlich als Oliver Goebel, auch mit einem sehr tiefen Stimmregister. Und dieses ganze überdeutliche Modulieren und das ist jetzt alles wie weggeblasen an dieser Stelle. Und dann gibt es hier eine interessante Stelle. Da war ja die Frage, hast du einen Lieblingsort in Hamburg? Und dann sagt er, ja, bei mir ist es der Hafen. Der Hafen ist super. Ja, sowieso St. Pauli. Das klingt so. So, Hafen ist super. Ja, sowieso St. Pauli. Ja, ich habe Ihnen hier das mal durchs Tool Prat geschickt. Das ist ein Analyse-Tool für phonetische Analysen, wo wir uns solche Tonverlaufskurven anzeigen lassen können. Und hier sehen wir, dass die durchschnittliche Tonhöhe 104,9 Hertz ist. Und direkt danach kommt dann diese Zeile. Ich bin ja hier die Bürgermeisterin und ich muss gucken, dass alles mal in bester Unordnung ist. Und dann klingt es plötzlich so. Ich bin ja hier so die selbsternannte Bürgermeisterin und ich muss ja auch immer gucken, dass hier alles in bester Unordnung ist hier auf St. Pauli. Ne? So, hier ist jetzt das mittlere Stimmhöhenniveau plötzlich bei 123 Hertz, also viel höher und auch sonst viel größere Ausschläge, vor allem hier die Bürgermeisterin. Und dass er hier wieder in die weibliche Rolle wechselt, wird also zusätzlich angezeigt durch diese stimmliche Modulation. Interessant ist auch diese Passage aus einem späteren Teil des Interviews. Hören Sie mal zu. Wie bezeichnest du dich selber? Sagt man der oder die? Weiß ich nicht. Es. Nee, es sagt man nicht. Es ist total beleidigend. Nein, sie. Ich bin ein junges Mädchen hier. Man muss natürlich ein bisschen Fantasie haben. Ja, okay, bei den langen Beinen fällt sie ja auch nicht schwer. Also. Ne? Auch hier wieder, in dem Moment, wo er sagt, dass er eine sie ist, wird das auch noch zusätzlich durch ein höheres Stimmregister angezeigt. Und dann auch noch, können Sie sehen im Video, wenn Sie es sich anschauen, er zieht dann so die Augenbrauen hoch, rollt die Augen und macht so diese Bewegung hier. Auch das wieder, dieses weibliche Kokettieren. Interessant zu sehen. Und er sagt dann auch hier ganz eindeutig, dass also die Moderatorin sagt, du bist ein schwuler Mann, der sich der Travestie macht und Olivia Jones sagt dann der verkleidet und der das lustig findet. Er sagt hier nicht, die sich gerne verkleidet und die sich lustig findet. Ja, also gerade an der Wahl der Pronomen können wir sehr gut ablesen, in welcher Rolle die Person hier gerade spricht, als Olivia oder als Oliver. Das heißt, Olivia Jones wird ja auch im Video als Olivia und als Oliver befragt, kann diesen Wechsel zwischen Identitäten anzeigen, auch gerade auch durch die verwendete Sprache. Ein Phänomen, was wir Style-Switching nennen in der Linguistik. Und wir sehen hier auch, dass gerade auch die Intonation ein ganz wichtiger Kontextualisierungshinweis ist, also als ein Verstehenssignal. Und zwar Intonationen, die wir als stereotypisch weiblich oder eben männlich wahrnehmen. Und dazu kommt noch laufend der Wechsel zwischen weiblichen und männlichen Pronomen, Personalpronomen. Und das macht es uns möglich, diese Shifts of Identity im konkreten Sprachgebrauch nachzuvollziehen. Und das wäre jetzt genau sowas, was wir in der Third Wave machen würden. Wir machen Gesprächsanalyse und wir gucken auf die sehr feinen sprachlichen Details, um zu gucken, wie sich Personen in dieser Interaktion positionieren und bestimmte soziale Faktoren einbringen und die soziale Bedeutung nutzen zur Positionierung. Und das Ganze hat Ox, Elena Ox, die ich schon Ihnen genannt hatte,
mit dem Begriff der Social Meaning überhaupt. Sie hat das auch im Beispiel von Geschlecht tatsächlich zum ersten Mal entwickelt. Können Sie nachlesen in einem tollen Aufsatz Indexing Gender, wenn Sie sich dafür interessieren. Zusammenfassend, Varietäten hatten wir gesehen, sind Subsysteme von historisch-natürlichen Sprachen, die mit sozialen Faktoren im weitesten Sinne korrelieren. Und wir haben auch gesehen, dass diese Subsysteme, diese varietätliches Prestige in einer Gesellschaft genießen und dass gerade diese Unterschiedlichkeit des Prestiges sehr viel erklärbar macht in der Art und Weise, wie diese Varietäten jeweils gewählt und verwendet werden. Wir hatten gesehen, dass einzelne Variablen beziehungsweise auch die Varianten dann soziale Bedeutung haben und zur sozialen Positionierung genutzt werden können. Ob wir das eher so oder anders aussprechen, ob wir so oder so intonieren, damit können wir uns positionieren. Das heißt, wir finden eine soziale Geprägtheit von Sprache. Wir finden aber umgekehrt auch sprachliche Geprägtheit von Sozialem. Denn zumindest auf der Ebene der Interaktion und der sozialen Beziehungen können wir sehr präzise zeigen, wie Sprache genutzt werden kann, um hier gezielt Akzent zu setzen, um uns abzugrenzen, um uns Gruppen zuzuweisen, um Beziehungen zu definieren. Und auch das schaut man sich in der Soziolinguistik an. Das ist die Literatur für heute mit den beiden Empfehlungen von Dingen, die Sie mal irgendwann im Original gelesen haben sollten. Und ich schließe wieder mit einem GIF. Dankeschön, machen Sie es gut. Ciao.